In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, was die Variable vom Typen Char war und wie das mit der ASCII-Tabelle zu tun hat und was ist überhaupt die ASCII-Tabelle. Ich habe mir hier einen kleinen Code vorbereitet, eigentlich komplett leer bis auf das Serial Begin hier im Setup, weil ich einiges jetzt rausschreiben möchte. Und ich werde mir ein paar Variablen vom Typen Char deklarieren. Sagen wir mal Char A. Und das werden wir mit dem Buchstaben A initialisieren, hier direkt im Loop. Das kann man ganz einfach machen, indem man diese einzelnen Füßchen hier nimmt, die Apostrophen, und dann den Buchstaben nimmt, das man eigentlich haben möchte. Man kann genauso gut auch ein Fragezeichen nehmen, ein Komma nehmen, Groß A und so weiter und so fort, alles, was man auf der Tastatur so findet. Versuchen wir erstmal, sie rauszuschreiben, um zu sehen, was eigentlich, ob da wirklich das A rauskommt. Und damit ich es klar und deutlich unterscheiden kann, werde ich jetzt Variable A draus machen, den Namen der Variable, damit er sich davon unterscheidet, was da drin ist. Und da drin werden wir das A speichern. Dann bauen wir uns noch ein kleines Delay ein, damit wir das klar und deutlich sehen können und das nicht zu schnell geht. Ich kompiliere das Programm, ist jetzt nicht besonders schlau wieder das Programm, also es ist wieder zu Demonstrationszwecken da. Ich lade es hoch und ich starte den Serial Monitor. Und da kommt auch gleich schon unser A. Nicht besonders spannend. Versuchen wir es doch mal was anderes. Und zwar diesmal werde ich var b deklarieren und ihm keinen Buchstaben zuweisen in Apostrophen, sondern eine Zahl. Nehmen wir 66. Und versuchen wir dann hier beide rauszuschreiben. Einmal A und einmal B. Wir wissen ja bereits, was bei der A rauskommt. Das war nicht besonders spannend. Aber wo kommt jetzt die 66 raus oder was kommt da eigentlich anstelle von dem Variable B ein? Und ich sehe hier, ha, da kam ein Groß B. Wie kommt es jetzt, dass ich 66 reingeschrieben habe und ein Groß B rauskommt? Das liegt daran, dass die Variable tatsächlich vom Typen Char ist, also Character, also Zeichen. Und alle diese Zeichen folgen einer Tabelle. Die ASCII-Tabelle, hier habe ich sie vor mir, steht für American Standard for Information Interchange. Und es ist eine einfache, dafür aber sehr bekannte und eine der ältesten Codierungstabellen der Welt, also in der Informatik. Und dort sind für jedes Zeichen, das wir so kennen aus dem lateinischen Alphabet, ein Code zugewiesen. Hier, wenn ich 66 suchen würde, dann sehe ich, ah, da kommt auch mein Groß B raus. Jede von diesen Zeilen in der ASCII-Tabelle ist in Dezimalkodierung dargestellt, in Binär, in Oktal, in Hexadezimal und dann eben der ASCII-Code selbst. Und so kann man eben mit der Char-Variable immer wieder hin und her springen. Man kann die Buchstaben selbst zuweisen, diese Variable. Man kann aber eben auch den Code benutzen und dann bekommt man genau das Gleiche. Was ist der Vorteil davon? Was ich hier machen kann, ist folgender kleiner Trick. Sie sehen, dass Groß B ist hier auf der Seite der Tabelle und Klein B ist hier. Und die sind immer so angeordnet, dass sie eben alphabetisch sind. Und zuerst kommen alle Großzeichen und danach kommen alle Kleinzeichen. Das ist ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel von Großschreibung zur Kleinschreibung irgendetwas umwidmen möchte oder konvertieren möchte. Ich kann der 66, muss ich nach irgendetwas, also eine bestimmte Zahl, sieht nach 32 aus, dazu addieren und da bekomme ich das Klein B. Versuchen wir es doch mal gleich aus. Ich werde sagen 66, dann werde ich aus der Variable B eine zu der Variable b eine 32 dazu addieren und danach sie wieder rausschreiben. Wenn ich jetzt den seriellen Monitor starte, dann sehe ich, kommt unser altbekanntes Klein a, das Groß b, das wir auch schon kannten, und hier habe ich das Groß b in Klein b konvertiert. Das ist ein praktischer kleiner Trick. Und so werden Variablen vom Typen Character eben gehandhabt. Entweder als Code oder als Zeichen direkt.